Ja, hey, willkommen, mein Name ist AnidroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir entweder das Railroad Ending gemacht oder das Institut Ending. Weil ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochladen werde. Ich habe gerade eben das Institut Ending gemacht. Und ja, meine Befürchtung ist, dass das Bruderschafts-Ending so ähnlich sein wird wie das Railroad und Minuteman-Ending, deswegen weiß ich nicht. Werde ich das hier, also diesen Part wahrscheinlich vor dem Institut-Ending hochladen, obwohl ich das hier eigentlich nach dem Institut gespielt habe. Aber ja, das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. So, wir müssen bei der Bruderschaft Zeugs machen. Ich glaube, ich sollte mal mit dem Typen hier reden. Unseren jüngsten Informationen zufolge haben sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband in ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Gleichwohl, sie haben es in ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Die unerwartete Beschleunigung und schon, der geht auf mich los. Führt zu zwei neuen Missionen. Zuallererst sollten sie Proctor Ingram das Holoband. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuwerben. Ja. In dieser Zeit Project Purity. Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem... Ach, das hatten wir ja schon. Das müssen wir wieder Lee holen. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft. Und sie konnte auch noch nie mit der Bruderschaft gut klarkommen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Ich bin überrascht, dass die Bruderschaft sie hat gehen lassen. Hätte ich das Kommando gehabt, hätte ich das nicht zugelassen. Sie war ein wertvoller Aktivposten. Ihre Mission ist einfach. Sobald sie im Institut sind, machen sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stählerne Bruderschaft gearbeitet. Ah. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück, Ritter. Ja. Okay, was sollen wir als erstes machen? Jetzt dieser Ingram-Olle gehen. Da konnten wir ja schon mal anfangen, hier Liberty Prime zu bauen. So, die Frage ist jetzt, kann ich hier runterspringen und überleben? Wäre natürlich sehr geil. Kann ich nicht hier irgendwo einsteigen auch? Ist da Wasser? Ich sehe halt gar nicht. Ich verarsche. Ach ja, ich kann ja nicht schwimmen. Weil erst gehe ich so wie so ein Stein unter. Lande mit den Füßen so gerade da am Boden und dann aber immer. Boah. Okay, gehen wir erstmal zur Ingram. Weil warum nicht? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Mit der sollen wir irgendwie Dings bauen. Ja, helfen, Liberty Prime zu bauen. Und ja. Ja, ich glaube, ich werde das hier von dem Institutfinale hochladen, weil Institutfinale war gar nicht schlecht. Ja, übrigens, falls euch der Bad gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und dem Part hat den Kanal sehr weiterhelfen. Okay. Ja. Proctor, ich habe ein Holoband mit einem vollständigen Scan des Institutsnetzwerks gefunden. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen würde.
Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Schließlich habe ich das Ding selbst gebaut. Ich vertraue auch auf die Sachen, die ich baue, aber das liegt daran, dass ich nur Technologie verwende, die ich auch verstehe. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe. Ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Soweit wir wissen, könnte das ein Rezept für Todeskalle Surprise sein. Nun, es ist das Beste, was wir in der kurzen Zeit machen konnten. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden das kann ich ja Dr. Lee holen. Wer weiß, was wir da von ihrem Haupt rechnen. Übrigens, der Bart könnte noch sehr lang werden, wahrscheinlich. Ich am Anfang der Bruderschaftsquest bin, nehme ich an. Wenn ich mich irre, hat ihr ältester Maxon alle nötigen Einzelheiten erklärt. Viel Glück, Ritter. Übrigens, da steht jetzt die ganze Zeit, dass ich ein Level Up zu verteilen habe, aber ich habe kein Level Up. Das liegt daran, weil ich vor allem im Institutfinale, Dingens hier ein Level Up bekommen habe. Was geht? Dr. Lee. Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Bitte? Die stählerne Bruderschaft hat mich geschickt, dich zu finden. Du redest nicht um den heißen Brei rum, das muss ich dir lassen. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig... Das ist aber auf jeden Fall nicht die Stimme, die sie auch in Fallout 3 hatte, glaube ich. Wo ich... Weiß er doch gar nicht. Ich habe Fallout 3 auf Englisch gespielt. Ich bin nur mit den besten Absichten hierher gekommen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Du gibst mir dein Wort, kann dieses Gesicht lügen? Kennengelernt haben? Na gut. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Du solltest zur Bruderschaft zurückkehren. Selbst wenn ich das wollen würde, warum sollten sie mich zurückhaben wollen? Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals verlieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Vater vertraut mir. Das solltest du auch tun. Er vertraut dir, weil du zu seiner Familie gehörst. Ich nicht. Ich kann dir nicht einfach so vertrauen. Weil das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Vater vertraut mir, weil ich dem Institut vertraue. Und umgekehrt. Das macht doch gar keinen Sinn. Die Bruderschaft war immer ehrlich zu dir. Die ganze Geheimniskrämerei hier geht mir langsam etwas auf die Nerven. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Vater nicht ehrlich zu mir ist. Als gäbe es Dinge, über die ich nichts wissen darf. Sowas mag ich nicht. Aber wie kann ich das alles hier zurücklassen? Deine Arbeit könnte entscheidend für die Befreiung des Commonwealths sein. Du weißt wirklich genau, was du mir sagen musst. Weißt du, ich habe nie verstanden, wieso das Institut so selbstsüchtig ist. All die unschuldigen Leute da oben sterben. Und ich bin hier unten von Technologie umgeben, die ihr Leben leichter machen könnte. Trotzdem verstecken wir uns hier unten und isolieren uns von allem und jedem. Das ist nicht richtig. Das ist irgendwie komisch, nachdem ich das Institut Ending schon gespielt habe. Zurückkehren. Aber ich muss das allein machen. Ich kann es nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Na, X6, magst du das? Ja, Maxon, soll ich Bescheid sagen, ne? Ja. Das Gespräch mit anzuhören war ein bisschen komisch, nachdem ich das Institut-Ending schon gespielt habe. Aber dazu mehr im nächsten Part. Gut, wir gehen jetzt erstmal dem Maxon hier Bescheid sagen.
So, da muss ich irgendwie den Roboter zusammenbauen, habe ich so ein Gefühl. Soweit waren wir schon gekommen. Ich habe eigentlich 10 Minuten hier voll verschwendet, aber was soll's. So, was geht? Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Ich glaube, sie ist im Moment ziemlich durcheinander. Naja, egal. Mit der richtigen Motivation können wir sie sicher von unserer Sicht der Dinge überzeugen. Knarre ins Gesicht. Werden wir sie auf der Pridwen verhören. Sie stand 10 Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, und jetzt zu anderen. Sie ist direkt zum Institut gerannt danach. Nach Aufklärung ist es jetzt an der Zeit, die nächste Phase der Operation zu starten. Ich möchte, dass Sie sich bei Proctor Ingram auf dem Flughafen melden. Sie arbeitet an einem Spezialprojekt, bei dem Ihre Fähigkeiten gefragt sind. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Vor allem hier scheine ich irgendwie keinen vernünftigen Rang zu haben, ne? Und im Minuteman bin ich der General, ne? Also die oberste Person. Im Institut soll ich zum Direktor werden. Bei der Railroad bin ich. Ja, okay, bei der Railroad gibt es halt nicht viele Leute, ne? Liberty Reprime, da sind wir als letztes stehen geblieben. Ausgezeichnet. Ich freue mich, den wieder zu sehen. Ich will wieder an den seine Seite gehen. Ich will wieder durchs Ödland rennen mit dem. Einfach awesome in Fallout 3. Da freue ich mich auf dem allermeisten. Gut. So. Ja, mir ist es wieder alles vollkommen komplett blind hier, was ich hier mache. Ich bin wild darauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxon darüber erzählt? Nichts. Er hat mir rein gar nichts gesagt. Klingt vernünftig. Wir haben versucht, es geheim zu halten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Komm, hier lang. Sofern du nicht blind wie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben nach etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Na, sehen wir ihn. Pridwen ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. In diesem Lagerraum sind die Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Genau. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der der Bruderschaft je zur Verfügung stand. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ja. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Kein Problem. Ich bin sicher, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich wünschte, ich hätte deine Zuversicht. Denn das wird sicher nicht leicht. Okay. Die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Es muss doch einen Weg geben, das zu lösen. Ich erledige sämtliche Wartungsarbeiten. Boah, lang. Klingt dich gerade nicht wie ein Problem. Auch wenn ich es nicht gerne zugebe. Primes Energiesystem überschreitet meine Fähigkeiten. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Sag nicht, ich soll schon wieder zurück zum Schiff. Boah. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit hin und her zu rennen, ey. Vor allem das Blöde ist ja, ich kann mich nicht direkt da rein teleportieren. Ich muss mich immer da zum blöden Schiff hin teleportieren. Da muss ich da reingehen. Dann mich wieder teleportieren, muss ich wieder rausgehen und so. Zum Glück dauert das nicht so lange, aber geht mir auf den Nerven. Ihr Licht brennt noch. Wenn du hier bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden. Boah, ich habe dich doch schon überredet, aus dem Institut rauszugehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Du hast versprochen, uns zu helfen. Du hast recht, das habe ich.
Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass ich an Liberty Prime arbeiten soll. Das ist mir mit der Bruderschaft schon einmal passiert. Warum sollte ich denselben Fehler nochmal machen? Boah, sag mal, spielen wir schon wieder dieses Spiel, ehrlich? Weil es wichtig ist, was mit dem Commonwealth geschieht. Naja, einer von uns beiden tut das. Weißt du, würde irgendjemand sonst in einer Bruderschaftsuniform das sagen, würde ich ihn auslachen. Bei dir glaube ich sogar, dass du das ernst meinst. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Ich warte noch, bis der hier auf mich losgeht. Hey, nur zu, Sir. Hi, ich bin ganz Ohr. Okay, ich warte einfach, bis der auf mich losgeht. Ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Ja. Vielleicht sollte ich später wiederkommen. Ist schon in Ordnung. Wir wären vielleicht nicht beste Freundinnen, aber wir erledigen den Job. Außerdem ist Dr. Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Ich soll was bauen. Klingt sinnvoll. Es werden starke Elektromagneten nötig sein, um seine Arme und Beine zu bewegen. Genau. Du überraschst mich immer wieder. Und dafür ich mich auch. Die Aktuatoren bauen. Selbst wenn du weißt, wozu die Aktuatoren dienen, musst du trotzdem wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das Einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagnete zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt 4 Stück bauen. Viel Glück. Du hast also 4 Krankenhäuser absuchen, oder was? Wie laufen wir denn jetzt? Okay, kann ich sowas nicht irgendwie zufällig so mal aufgenommen haben? Ja, während meinen 100 Stunden langen Reisen hier im Ödland. Wir haben sie wahrscheinlich jetzt erst da platziert, ne? Boah. Na gut. Ja, ich gehe da einfach schnell rein, hol da den Magneten raus und dann gehe ich wieder. So einfach machen wir das. Wir wissen auch sowieso, wie es abläuft. Ich gehe da rein, tu alles mit einem Schuss wegballern und dann gehen wir wieder raus. So einfach ist das. Müssen wir jetzt nicht unbedingt hier, weiß ich nicht, das Krankenhaus hier genau unter die Lupe nehmen oder so. Gut. Und da kommt ja noch, weiß nicht, der finale Kampf, ne? Dauert jetzt auch noch ein bisschen. Ach, Raiders. It's high noon. Sehr gut. Es sind noch so ein Heuballen vorbeifliegen. Wie Huhn. Huhn! Da geht er nach unten. Die kämpfen gegen irgendwas, habe ich das Gefühl, aber. Gut. Was kämpft ihr denn da? Auf damit! Boah. Vielleicht sollst du den Sack vom Kopf. Dann siehst du besser. Noch einer nach unten.
Ja, das wäre so geil, wenn ich ihn noch getroffen hätte. Noch weiter nach unten. Wo kämpfen die denn hier? Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, ja. It's high noon. Würdest du denn weg von mir? Das ist gerade in meiner Ulti. Ja. Kann ich mal irgendein wichtiger Gegenstand? Sag mal, hier war ich da. Was? Boah, mit. Ich kenne diesen Ort, ja. Ich komme, verirre ich mich doch andauernd. Ich weiß, dass ich mich hier immer verirrt habe. Oh, bitte nicht. Warte mal, musste ich das nicht auch hier für Dings irgendwie für irgendeine andere Mission schon mal? Ne? Warte mal, ich musste doch schon mal hier Magneten holen, oder? Keller. Warte mal, für irgendeine andere Mission musste ich da auch schon mal hier rein. Kommt mir gerade so bekannt vor alles. Bitte ich mir jetzt hier noch ein. Aber ich habe so eine Fähigkeit, dass ich keine Minen mehr auslöse, glaube ich. Oh, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Kam ich jetzt von hier oder nicht? Ich, boah. Boah, ich hasse solche. Boah, wo muss ich hier hin, verdammt? Hey, du schlägst mich. Und ich bin dich. Oh Gott. Außerdem muss ich das hier wieder mehrere Parts schneiden, oder? Aber warum bin ich jetzt schon wieder oben? So, wo muss ich hin? Mich irgendwo runterfallen lassen, ne? Alter. Da. So, hier. Problem ist, ich kenne diesen Ort hier. Man muss sich irgendwo runterfallen lassen. Ne, man darf irgendwo nicht runterfallen. Sonst muss man wieder den ganzen Weg hier durchrennen. Wann muss ich denn nochmal hier hinkommen? Ja. Da kann man doch nur runterfallen, oder? Was zum Teufel war das? So, hier sieht neu aus. So, muss jetzt richtig sein. Also gut, nach unten. Ja, deswegen muss ich noch mal hier hinkommen. Was? Warte mal, warte mal. Hey, ich kann noch nicht wieder nach Hause gehen und gegen das Verbrechen kämpfen. Aber ich habe nachgedacht. Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas tüfteln. Dein Short-Kostüm noch besser machen. Will ich verarschen? Da
Dann mal los. Ohne das Kostüm kann ich nicht viel machen, Schwarz. Komm zu mir, wenn du... Will ich verarschen? Das ist immer noch hier. Deswegen musste ich hier mal hin. Ach toll, da kann mein Silver-Shroud-Kostüm verbessern. Super. Deswegen musste ich mal hier hin. Deswegen kam mir der Ort bekannt vor. Ich war mal wegen dem Pisser hier. Oha. Und er wartet jetzt die ganze Zeit mit den ganzen anderen Pissern und kann mein Silver-Shroud-Kostüm hier verbessern. Super. Ich hab gewusst, ne? Wäre ich schon längst hier wieder hingegangen. Oh. Oh, lass mich hier raus. Jetzt bin ich hier nicht raus, ne? Oh. Das Tablet. So, ja. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, jetzt noch diese blöden Dinger bauen und dann sind wir hoffentlich schon so gut wie vor ein Angriff auf, was weiß ich, was wir angreifen müssen. Institut, Railroad, Minuteman, kommen wir die alle platt. Und wir haben das gesamte Ödland hier. Eine rein. Was? Was war das? Tolle Kakerlake, ehrlich. Wenn die jetzt hier in der Nähe ist, kann ich nicht schnell reisen, ne? So. Du hast gesagt, wir haben die Sachen da schon, ne? Also bitte. Sag mir, ich kann die Sachen direkt alle bauen. Nicht, dass ich schon irgendwelche Sachen hier noch sammeln muss. Da wird mir echt die Woche hier fallen. Vermiesen, was denn? Was ist mein Controller, die ganze Zeit vibrieren? Was soll das? Sei ruhig, Ventilator da drinne. Nein. Warte, was? Warum lande ich denn da? Ach so, hier bin. Hier soll ich die bauen? Boah, lad doch mal. Ja, wie ich immer warten muss, bis die blöden Dinger hier ist, auftauchen, ne? Aus dem Weg. So. Die haben sogar ausgerechnet Sachen hier. Will ich die hier bauen, oder? Also was? Muss ich doch hier bauen, oder? Na, ja, weiß nicht. Weiß nicht, welches Ödland schlimmer ist. Ich finde, das hier sieht eigentlich schon schlimmer aus. Ich fand eigentlich das Ödland in New Vegas, das war noch relativ in Ordnung. Da gab's noch viel Grün und so. Gibt's hier? Ja, hier gibt's auch eigentlich viel Grün, ne? Ja, okay, Fallout 3 sieht doch ein bisschen schlimmer aus, hier die Welt. Dr. Ingram. Das wären alle vier Aktuatoren. Gebaut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären. Hey, wo willst du hin? Wir sind fast fertig mit Prime. Was? Ja, du hast gesagt. Ingram? Es wären alle vier Aktuatoren. Oh, ich verstand doch die ganze Zeit hier. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit.
Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen. Aha. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Ich habe einen Big Boy. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Ich laufe gerade schnell runter zum Super-Duper-Mart und hol welche. Sehr witzig. Ich wünschte, es wäre so einfach. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ich habe ein paar Mini-Atombomben. Der Rucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Großartig. Einfach toll. Warte mal eine Sekunde. Bevor du aber jetzt aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Proctor Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind weiß, glaub ich, wo. Sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Ich glaube, ich weiß sogar wo. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im Meer befindet. Leck mich. Ich mach mich direkt auf den Weg. Gut. Genau das war auch unser Plan. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie... Boah, ich war da erst vor kurzem drin, ey, ihr kennt mich doch mal. Haben wir die Arbeit am Prime hoffentlich beendet und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter. Okay. Auf den Arm nehmen, das ist war auch hier, meine Güte. Das ist aber noch voll weit entfernt. Leute, ihr habt's voll drauf. Boah, kein Wunder. Das ist ja nur ein Mann-Armee, wenn die alle so verblödet sind. Na gut. So ein Pip-Boy haben. Will so einen goldenen Pip-Boy haben, wie in Fallout New Vegas. Scheiße, das ist nicht gut. Red Rocket, jemand greift meine Basis an. Boah, na warte, wenn ich nach Hause komme, ne? Wenn mir irgendwas kaputt ist, ne? Ich reiß das ganze Ödland kurz und klein. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Hallo? Boah. Blähfliegen! Ich glaube, ich in der Mission noch viel weitermachen können, ohne dass ich irgendwie verfeindet wäre mit irgendjemanden. Gelehrte Halen? Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin überrascht, dass ihr da ohne meine Hilfe überlebt habt. Ach, seit die Pridwin hier... Das war nicht sarkastisch. ...eigentlich nicht mehr. Die Sins haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Das überrascht mich gar nicht. Immerhin ist sie in guten Händen. Ich weiß das zu schätzen. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an. Ach nein, ganz und gar nicht. Du begibst dich ja nur wieder in den lebensfeindlichsten Ort im ganzen Commonwealth. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Kann doch mir nicht passieren.
Ja, finde das Bombenlager. Ich frage mich, wo das ist. Ja. Hey. Es fügt sich alles zusammen. Boah, jetzt ist da, jetzt sind da wahrscheinlich bestimmt irgendwie das da stand Dutzende Leute, ne? Hier stammt definitiv nicht vom vor dem Krieg, natürlich. Er kann doch noch vor dem Krieg. Obwohl, ja, okay. Das ist eine Pyramide, die soll bestimmt schon seit Jahrhunderten rumliegen. So. Was? Wenn er jetzt gleich steht, dass sich Red Rockers Raststätte nicht verteidigen konnte, ne? Oh Gott. Oh, dann kriegen die so einen in die Fresse, ne? Genau die. Mit zwei Beinen oder mehr. Bing! Pfusch. So, gefunden. In den Atombomben. Der echt so dicke Dinger geworfen. Ich kann nicht mehr gut in Erinnerung, so. Ich dachte, der wird so Mini-Atombomben werfen. War auf jeden Fall so Mini-Atombomben-Explosion. Hier ist zum Glück noch alles tot. Also ja, waren wir erst vor, weiß ich nicht, 10 Parts oder so. Also kein Ding. Los, los. Boah. Ich bin ja falsch abgebogen. Ja, überrascht, dass ich mich losgegangen bis X6. Konnte ich das nicht öffnen, als da doch. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Was? Wo bist du denn? Auf Atoms geheiligten Boden. Keine Sorge, Bruder. Ich bin auch ein Kind von Atom. Ich gehöre einer Kirche im Norden an. Dem Nukleus nahe der Stadt Far Harbor. Far Harbor? Du hast Atoms heiligen Schleier gesehen. Aber du bist so weit gereist. Entschuldige bitte. Ich werde dich nicht daran hindern, deine Pilgerreise zu beenden. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten. Es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Ja, was auch immer. So, ich soll dem Leuchten folgen. Warte. Dann sagt er mir, ich soll da lang, ey. Ich muss sagen, boah, guck sich das mal an. Ja, ich kann die Dinger jetzt auch hacken, genau. Selbstzerstörung ein. Nein. Ich war Robotik-Experte oder irgendwie sowas, glaube ich. Das Fähigkeit. Ja, da bin ich da hingegangen, genau. Boah. Was? Warum ist hier ein Loch? Boah. Ja, wie komme ich denn da hin? Boah, ich bin auch blöd. Ich habe gerade ein Kennwort gegeben. So, oder Henry? Also, sobald ich die Atombomben da rausnehme, dreht er wahrscheinlich durch, ne? Der war ich da auch schon mal, oder? Okay. Wollen wir die Atombomben mitnehmen?
Gut. Warte mal. Ne, warte mal, noch einen Ausgang, oder? Mann, noch zurück. Tumanga, nö. Tumanga, nö. Gut. Oh Gott. Jetzt wird das Ding. Pusch. Riecht so zerquetscht der wie dieser eine Junge aus. Final Destination 3 oder 4, keine Ahnung. Wo irgendwie so eine Glasscheibe von oben geflogen wird und der irgendwie so zusammenbricht, so. Pssst. Ist er nicht auch Daniel? Oh Gott. Ja, ich finde die Filme geil. Kam letztens im Fernsehen. Kann der mal runterkommen? Hallo? Er kommt nicht runter. Ich hier stehe oder was? Du hast gesehen, wie der Sack da nach oben gegangen ist. Boah. Dann laufe ich eben den ganzen Weg raus. Oh. Wahrscheinlich taucht hier irgendjemand so storymäßig auf oder so, ne? Hier vom Eingang oder so. Ich kann nicht einfach den Weg hier rausnehmen. Was? Komm zu, der. Geh wieder schlafen. Oh, wir sind jetzt schon wieder hin. Ja, wird definitiv zwei Parts werden. Weil ich, boah, ich brauche schon jetzt hier 45. War sogar 45 Minuten stand da, als ich das gesagt habe. Boah, definitiv irgendwie so eine Stunde oder so, bis ich hier irgendwie durchkomme. Und dann. Boah, was zum. Alter. Alter, wo muss ich hin? Boah. Da hat hier schon irgendwie eine Stunde, bis ich irgendwie die ganzen Nebenquests machen muss. Die Hauptstory-Mission und so. Ich bin schon wieder hier. Alter. Gibt's doch nicht, ey. Wie mehr auf die Nüsse geht gerade. Da lang. So. Wie zum. Hallo? Alter. Nee. Warum ist ja alles so ein Irrgang? Warum habe ich so eine beschissene Orientierung, ey? Da kam ich gerade, ne? Da? Ne. Ja, da bin ich, ich bin jetzt hier 10 Minuten am Rumrennen und finde den Ausgang nicht, oder wie? Das wird aber nicht wahr sein. So, hier lang. Ja. Boah. Alter. Hey. Das ist eine Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wie der Ausgang ist. Ja, ja, ja. Alter. Alter, was zum. Was? Ja, was ist denn hier los auf einmal?
Warum komme ich jetzt hier nur an den Sackgassen und so? Hey, lass mich doch einfach hier raus. Meine Güte, oh Gott. Ich hasse diesen Ort. Du hast mich so weit von aus hier, ey. Mit dem Parkbänden und so. Himmel noch eins. Ey. Wer hat die Tür zugemacht? So. Einfach noch raus hier. Boah. Der war aber mies versteckt. So, warum musste ich jetzt überhaupt den Weg nehmen? Warum konnte ich mich nicht einfach hier in den Fahrstuhl ausbegeben? Ja, dann irgendwie ja noch was passiert, ne? Am Ausgang oder so. Sonst sehe ich das irgendwie nicht ein, dass ich den ganzen Weg hier so zurückgehen musste. Das da stammt definitiv nicht aus der Zeit vor dem Krieg. Nö. Was ist das? Oh, super. Gut, ja, dann. Ich beende meinen Part schon mal hier. Bei 50 Minuten, ich nehme mal an. Ich glaube, ich hätte jetzt noch eine Stunde oder so brauchen, um zum Dings hier, um bis zum Ende zu gelangen und so. Und ja. Ich sage weiter mit diesem Finale geht's in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.